Ja, willkommen aus Sachsen. Wie ihr seht, bin ich hier in einem Fluss. Ich habe mich mit Watthose ausgerüstet und ich werde heute, es ist jetzt Beginn des Jahres, mal in den Fluss hier rein und schauen, ob es den ein oder anderen Stein umgedreht hat. Man kann die Steine super erkennen. Ja, das ist, weil wir jetzt Anfang des Jahres haben und dieses ganze kalte Tauwasser die ganzen Algen tötet. Ansonsten wäre hier alles grün. Aber jetzt kann man einmal durch, sozusagen, dass nicht so viel Sonne da ist, ja, also man wird hier nicht geblendet, kann man gut reingucken und die Steine kann man auch anhand der Farbe unterscheiden, das wäre ansonsten nicht möglich. Genau, und ansonsten habe ich mir noch einen Hammer mitgenommen, nicht um Steine zu zerschlagen oder auszubuddeln, sondern einfach, weil viele von denen hier so verkeilt rumliegen und man dann hier so rein kann und dann hat man mal einen Stein rausgeholt. Mal schauen, wie schnell mir die Hände abfrieren, denn das Wasser ist schon, denke ich mal, nur knapp über 0 Grad. Naja, wollen wir mal gucken, was wir so finden. Ja, und alles, was ich jetzt mache, ist jetzt erstmal wirklich durchs Wasser warten und gucken, ob irgendwas aufliegt. Das Schöne am Mineraliensammeln im Fluss ist, dass anders als beim Goldsuchen man hier nicht stundenlang irgendwie nach 2, 3 kleinen Krümel sucht, sondern es kann sein, dass man innerhalb von kurzer Zeit schon irgendwas Schickes findet. Und was ist das hier zum Beispiel? Na, das ist jetzt kein gutes Beispiel. Ich glaube, das ist nichts. Aber ich lege das mal hin. Das muss ich mir nachher noch mal trocken angucken. Und wo man hier wirklich aufpassen muss, ist, dass man nicht zu häufig mit der Hand ins Wasser reingeht, weil das ist wirklich so kalt. Und stattdessen gehe ich hier immer so ein bisschen in gebückter Form und schaue nach genau so einem Muster hier. Oh ja, hier haben wir schon mal einen Amethysten. Der sitzt hier aber nur sehr dünn oben auf. Aber immerhin. Den lege ich schon mal beiseite, aber greife vorher hier noch mal rein, weil das hier sieht irgendwie auch schon wieder. Oh, jawohl, das seht ihr das, das Lilane? Und vor allen Dingen diese Zonierung, wie man das nennt, also diese Zone, dass man genau sieht, der Amethyst lässt sich gut abgrenzen vom Quarz. Das hat man hier bei dem Stück. Oh, der ist gut. Genau so habe ich mir das Frühjahr vorgestellt. Was ist das hier? Das ist doch nichts, ne? Nee. So. Und die lege ich jetzt hier nochmal hin. Die Steine, nach denen ich suche, sind alle etwas, ich sag mal, strahlender und etwas eckiger. Und beides trifft auf den dazu. Ne? Man sieht dieses Weiße, aber das kann dann auch Milchquarz sein. Was haben wir hier? Na, wir haben hier ein ganz kleines bisschen Achat. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera so gut sehen kann. Den lege ich aber auch mal beiseite. Das ist alles hier unter diesem... das ist alles ein bisschen verschmutzt darüber. Aber den lege ich auch mal beiseite. Boah, das macht Spaß. Anfang des Jahres ist hier alles immer richtig schön vollgespült. Den lege ich dazu. So. Also ich bin jetzt 2 Meter gegangen und habe schon irgendwie geile Funde gemacht. Ich bin hier auch in der Nähe von so einer, ich nenne das mal Schieferader, wahrscheinlich ist der Fachausdruck falsch, aber das ist so eine Art Schiefer mit Pyrit-Einlagerung. Also das glänzt immer so und manchmal findet man auch kleine Stückchen davon und da das irgendwie so blättrig abbricht, sieht das aus, als ob man hier so Silbertaler finden kann. Was ist das hier? Das ist doch... Irgendeine künstliche Sache, oder? Nee. Boah. Sieht auch cool aus. Keine Ahnung, was das für ein Gestein ist. Lass ich mal oben hin. Und hier sieht man eindeutig einen Amethysten. Auch wieder ein kleinerer. Den lege ich mal beiseite. So, hier ist das Flussbett wieder sehr flach und man kann sofort irgendwie durchschimmern sehen, das hier wird ein Amethyst sein. Ja, da sieht man diese Kristallform
aber der ist relativ blass. Dann sieht der hier dunkel aus. Ja, der ist sogar mit so einem ganz dünnen Achatband noch mit am Start. Dann springt mich das hier noch an. Nee, aber das ist jetzt nichts. Gut. Die beiden, die könnte ich mal noch mir genauer anschauen. So, den hier habe ich jetzt auch noch gefunden. Da sieht man, dass es so eine ganz klare Abgrenzung gibt, so eine Linie. Ist auch Achat, denke ich mal. Aber naja, ich tue den mal beiseite. So, der hier, ich glaube, das sieht man auch auf dem Video, dass der total vorscheint. Aber bevor ich den aufhebe, das könnte auch sein, weil wenn ich mir das hier anschaue, sieht es aus, als ob hier schon wer anders war. Und die Leute lassen meist nicht das Beste übrig. Ah, es sah von Weitem aus wie Amethyst. Aber es ist nur irgendwas Schwarzes. Naja. Oh, und hier glänzt es ganz rot. Das ist... Oh, ein vollständiger Schlottwitzer. Sehr schön. Man kann den Amethyst hier unten wahrscheinlich sehr schwierig erkennen. Noch eher hier oben den roten Achat. Da mache ich mal gleich eine Nahaufnahme von. Cool. Was man hier gleich daneben sieht, mal schauen. Ich habe vorhin schon drüber geredet, über diese Silbertaler. Ja, also man sieht hier vielleicht, dass das glänzt. Das ist Pyrit da drin. Das ist so eine Art Schiefer, der total mit Pyrit versetzt ist. Gehe ich auch mal an die Seite, auch wenn ich das nicht mitnehmen werde. Ah, toll, jetzt kommt auch langsam die Sonne raus. Zum Glück gehe ich nicht so rum, weil man da echt wenig sieht. Da spiegelt sich alles. Aber so rum ist echt gut. Und ich bin jetzt auch schon total zufrieden mit dem, was ich gefunden habe. Also ich bin letztes Jahr hier lang und da muss vorher irgendwie wahrscheinlich eine Sammlergruppe oder so vorbeigekommen sein. Da war überhaupt nichts mehr zu finden. Und au, aber hier, guck mal, das sieht man so schön durchglänzen hier. Ah, das wird doch garantiert. Jo. Hier haben wir ein bisschen Amethyst. Der hier wird doch auch was sein. Ui, ja. Der sieht gut aus. Aber nur hier oben so ein bisschen, ne? Gut. Gucken wir mal weiter. Man muss ja auch viel Fantasie haben, ne? Und auch Erfahrung mitbringen. Weil manche Steine, die sehen einfach nur absolut komisch aus. Aber wenn man genügend unterschiedliche Varianten gesehen hat, dann weiß man, Buch, den sollte man vielleicht mal aufheben. Hui, hier nimmt die Strömung etwas zu. Also gut festhalten und einen sicheren Stand haben. Selbst da kann der Hammer manchmal helfen, dass er sich im richtigen Moment noch als Stütze bewährt. Aber hier gucke ich jetzt auch nicht so ausgiebig, weil hier möchte ich einfach nur durch die Stromschnellen mal durch. Ui. Da ist ja sogar ein bisschen Achat mit dabei. Es ist eben von oben so ein bisschen angesprengt. Naja, mal gucken. Tumbi-dumbi-dum. Der sieht dunkel aus. Oh, das ist doch ein Amethyst. Boah. Junge, Junge. Hier sieht man auch Abdrücke von irgendwelchen anderen Kristallen. Boah, das ist ein dunkler Amethyst. Cool. Den könnte ich vielleicht wirklich mal aufschneiden lassen. Okay. Hier brauche ich wieder den Hammer. Okay. Jetzt habe ich den... Oh. Ja. Oh. Der hat einmal hier den Achat. Und der hat den hier.
Oh, das ist der beste Fund bisher. Zwar kein Amethyst, ne? Das mögen ja die meisten immer. Oh, das habe ich aber noch nicht von Schlottwitz. Ja, geil. Cool. Man sieht auch, dass hier einmal der Achat ist und noch auf der anderen Seite. Das heißt, der ist irgendwie gespiegelt. Und hier sind so Kristalle. Eher so, wie soll ich sagen, blasige Kristalle. Das ist, denke ich mal, diese Chalcedonform. Und hier ist ja auch relativ braun der Achat oberhalb. Das sieht natürlich jetzt nicht so ansprechend aus, aber das Orangene wird das wegmachen. Cool. So, hier muss ich wieder richtig aufpassen. Man sieht, ich sitze hier, beziehungsweise ich stehe hier nur auf Fels. Ne? Das ist jetzt richtig schön rutschig. Vorher habe ich ja immer so ein bisschen verkeilt im Boden, im Sand und in den Steinen gestanden. Aber hier ist jetzt nur Fels und totale Stromschnellen. Deshalb gehe ich mal hier ein bisschen an die Seite. Hier sieht man wieder so einen pyrithaltigen Schiefer. Das glänzt wie Bolle, ey. Richtig gut. Hier ist wieder so ein ganz deutlicher. Der war gleich neben dem Schiefer. Den nehme ich mal ein bisschen größer auf, weil man an der einen Seite sieht, dass es da wirklich eine kleine Trümmerung gibt. Aber nichtsdestotrotz werde ich den nicht mitnehmen. Also das hier, das Orangene, ist auch hart, weil man das nicht schneiden kann. Aber es ist trotzdem niedlich. Gut, da hinten sieht man jetzt schon eine Brücke. Da beginnt nämlich das nächste Dorf. Und da werde ich dann aber auch umdrehen. Und mal gucken, ob ich auf dem Rückweg gegen die Sonne überhaupt was sehen kann. Sonnenbrille habe ich mir jetzt nicht mitgenommen. Aber dann würde ich auch keine Steine auf richtig sehen. Und kurz vor dem Dorf habe ich jetzt den hier rausgehebelt. Und der sieht wirklich vielversprechend aus. Oh ja, cool. Seht ihr dieses Orangene? Das ist eine andere mögliche Färbung des Achats. Jetzt bin ich gleich bei der Stadt. Und der hier ist mir noch aufgefallen. Oh, und Bingo. Was ist denn heute los? Das sind ja richtig, richtig gute Funde. Krass, jetzt fehlt hier nur noch, dass hier das Amethystband noch mit dabei ist. Jawoll, ey. Mann, da freue ich mich aber. Ich hatte jetzt hier noch einen anderen beiseite gelegt. Einen Amethysten. Aber das ist ja schon wieder einer, den ich mitnehme. Also den muss ich mitnehmen. Das geht nicht anders. Ist der denn eigentlich auch tief drin? Ja. Okay. Oh, stark. Drei gute Achate heute. Boah, das zieht sich aber echt bis zum nächsten Dorf. Da kann ich echt noch ein bisschen hier weiter und gucken. Und hier ist es total tief. Hier kann ich nicht runter. Ich glaube, hier wird es sogar bis in meine Watthose reinkommen. Stecke ich bis zum Hals im Wasser drin. Guck mal, das ist auch heftig, ne? Es liegt hier richtig offen rum. Man sieht das unter Wasser schon. Den Amethysten hier. Ja, der ist aber nur an der einen Stelle schön. Ansonsten ist er relativ ausgeblasst. Aber das ist doch was Tolles. So, jetzt ist hier der Zeitpunkt gekommen, um zu drehen. Jetzt werde ich wieder stromaufwärts an der Seite entlang gehen und all die Funde aufsammeln, von denen ich meine, dass ich sie mitnehmen möchte. Gut. Dann schaue ich mal, ob ich nachher nochmal eine Auswertung vor Ort mache. Ich muss mich jetzt auch beeilen, weil mein Zug kommt dann auch in ein paar Minuten. Vielleicht mache ich auch wieder zu Hause eine Auswertung, wenn ich die Steine aufgeschnitten habe. Dann sehen wir uns bei der Auswertung wieder und bis gleich. Willkommen bei der Auswertung. Wie ihr sehen könnt, sind einige der Steine aufgeschnitten. Als ersten Stein will ich euch hier mal den Achat zeigen. Der hat im Grunde eine sehr rote Farbe, ne, dieses ganz dünne,
Band und das etwas dickere Band ist so ein orangenes. Das zeige ich auch mal ein bisschen dichter. Man sieht, dass das wirklich total feingliedrig aussieht. Und ich glaube, dieses orangene Band ist auch vom sogenannten Roten Felsen in Schlottwitz. Diese Achate findet man häufiger mal in der Müglitz. Auch wieder ganz typisch für die Gegend ist diese Trümmerung. Wenn man sieht, dass dieser orangene Achat im Grunde nur ein Trümmerstück ist, was in diesem Quarz eingebettet ist. Und ich habe hier noch keinen der Steine schleifen lassen, sondern habe die jetzt einfach mal nur nass gemacht. Und da sieht man dann auch mal, was für eine Strahlkraft die erreichen könnten, wenn man sie dann poliert. Ja, und apropos Strahlkraft, wenn ihr euch mal den Amethysten anschaut, ne, das ist der absolute Volltreffer. Also so einen dunklen Amethyst nehme ich auch mit. Normalerweise bin ich da relativ kritisch, weil ich schon viele Amethyste habe, aber das sieht doch absolut, weiß ich nicht, unnatürlich aus, ne? Diese Farbe, dieses Lila. Gut, dass ich den mitgenommen habe. Den werde ich auf jeden Fall auch schleifen und polieren lassen. So, als nächstes komme ich zu diesem gespiegelten Achat. Der hat dieses orangene Band eben zweimal und der hat es auch getrümmert auf der einen Seite, wenn man das sieht. Ne? Dazwischen ist auch wieder Quarz und dieses sozusagen ziegelrote, da weiß ich auch nicht genau, woher das ist. Also man hat häufiger mal bei Acharten eben auch so kleinere Linsen und da kann das auch teilweise sehr diffus sein und man kann das gar nicht so richtig einordnen, woher das jetzt typischerweise kommt. Und abseits der Schnittfläche finde ich hier auch immer noch den Rotzustand auf der anderen Seite interessant, weil man da so ein bisschen den Achat in seinem sozusagen 3D-Naturzustand sieht und diese blasige Struktur. Ne? Also das sieht aus wie kleine Blasen und auf der anderen Seite sieht man diese Blasen auch sozusagen abgetrimmt. In dieser rötlichen Umgebung kommen die so als kleine orangene Punkte hervor. Also ich finde diesen Stein einfach spannend anzuschauen. Da gibt es viel zu entdecken. Gut, und der nächste Achat ist wieder so ein orangener. Auch den werde ich mal ein bisschen dichter zeigen. Und da sieht man ja auch wieder, ne, das sehr feingliedrige orangene Band und auch viel Chalcedon. Das ist dieses leicht bläulich durchsichtige. Ich kann mich auch noch gar nicht richtig entscheiden, welchen der Steine ich dann am Ende schleifen und polieren lassen möchte. Ich werde das sicherlich nicht für alle machen und muss dann nochmal drüber schlafen, welchen ich am besten finde. Und dann hatte ich eben noch zwei kleine Amethysten mitgenommen. Die sieht man hier auch. Die habe ich aber nicht schneiden lassen, sondern die werde ich im besten Fall in eine Trommelmaschine tun und sozusagen zu Handschmeichlern umfunktionieren, also rundgeschliffenen, kleinen, runden Stein. Und als allerletztes hier nochmal so ein Stück Glimmerschiefer, also diese Silbertaler, wie ich die genannt habe. Diesen habe ich bei einer anderen Flusswanderung gefunden und ich wollte euch den einfach nochmal zeigen. Das ist kein Wunder, warum das Glimmerschiefer heißt, weil das doch wirklich glimmert und glitzert. Genau, und dann war es das schon wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der Tour und bis zum nächsten Mal.